Ich öffnete leise die Haustür und schlich auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer. Ich sprang fast aus meiner Haut, als ich eine Stimme hörte. Du steckst in solchen Schwierigkeiten. Es war meine nervige große Schwester Natalia, die wie immer in einer Ecke saß und ein Make-up-Tutorial aufnahm. Sag der Tante nicht, dass ich so spät gekommen bin. Sie wird mich einen Monat lang den Abwasch und die Wäsche machen lassen. Ich könnte dein Geheimnis bewahren, wenn du meine Matheaufgaben für den Rest des Jahres machst. In diesem Moment fiel mein Blick auf den Haufen Honigkuchen auf dem Tisch und mein Magen knurrte. Denk nicht mal daran, die anzufassen. Die Tante will sie auf dem Bauernmarkt verkaufen. Wir kamen zu unserer schrecklichen Tante Ursula, nachdem unsere Eltern vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Und sie behandelte uns, als wären wir ihre Dienstboten. Ich war wirklich hungrig, also nahm ich ein Stück und steckte es mir in den Mund. In diesem Moment tauchte meine Tante plötzlich auf und schrie, »Jetzt reicht's! Ich bin es leid, mich um euch Mädchen zu kümmern. Ich schicke euch zu Pflegeeltern!« Wir sahen sie entsetzt an. Zu einer Pflegefamilie zu gehen, bedeutete, dass wir zu verschiedenen Familien geschickt werden würden. Als die Tante losstürmte und wir sie telefonieren hörten, bekam ich einen Schuh an den Kopf geworfen. Aua! Oh, ich vergaß euch von meiner dritten Schwester Tanja zu erzählen. Die Schlafmütze hatte vom Kamin geschnarcht, aber jetzt war sie hellwach und starrte mich an. Das ist alles deine Schuld, Marina. Geh und sag ihr, dass es dir leid tut. Ich will nicht von euch getrennt leben. Natalia und ich rannten zu ihr, um sie zu umarmen, und ich versprach, alles wieder in Ordnung zu bringen. Gerade dann hörten wir lautes Klopfen an der Tür. Die Tante kam herausgewatschelt, um sie zu öffnen. Und sie stieß einen lauten Schrei aus. In der Tür stand ein riesiger Mann mit einem Bart. Seine Stimme dröhnte in dem kleinen Raum. Hast du wirklich geglaubt, du könntest sie wegschicken und weiter das Geld einstecken, das ich dir für ihre Pflege gebe? Und ich würde es nicht mal merken? Mädchen, packt eure Sachen. Ihr kommt mit mir. Hallo, ich heiße Marina und ich komme aus Russland. Mein Leben änderte sich, als Mamas ausgefallener Bruder, von dem ich nicht einmal wusste, dass er existiert, mich und meine Schwestern mitnahm, um in seiner alten Villa zu leben. Aber von hier an wird es noch verrückter. Bevor ich fortfahre, klickt auf Like und abonniert den Kanal. Das Leben in den nächsten Wochen bei Onkel Ivan war wie ein Traum. Er brachte uns alle drei sofort in die beste Schule der Stadt. Seine Speisekammer war so groß wie die Küche meiner Tante und voll mit allem, was man sich vorstellen kann. Ein paar Tage später beim Abendessen, während Natalia und ich damit beschäftigt waren, uns über etwas zu streiten, sagte Tanja plötzlich, Leute, ist Onkel Ivan okay? Wir schauten ihn an und sahen, dass er zusammengesunken in seinem Stuhl saß. Oh nein, nein. Natalia stupste ihn an, aber er reagierte nicht. Ich beugte mich über ihn, um seine Pupillen zu überprüfen, und im selben Moment schrie er, das wie Tanja. Wir schrien alle auf und fielen vor Schreck fast zurück. Er starrte uns an. Kann ein Mann in seinem eigenen Haus nicht mal ein Nickerchen machen? Onkel Ivan erschreckte uns erneut, indem er plötzlich seinen Becher auf den Tisch knallte. Ich habe gerade etwas beschlossen. Ich will euch $1 Million geben. Ein paar Sekunden lang starrten wir ihn mit offenen Mündern an. Dann fingen wir an, uns vor Freude zu umarmen. An eine von euch. Wir starrten auf unseren Plätzen. Moment, was? Nun, wenn es nur eine von uns ist, dann sollte es natürlich ich sein. Ich bin die Älteste und ich führe schon ein Geschäft. Ihr kennt doch meinen Beauty-Blog. Puh. Dein Geschäft ist nur, dass Dummies einem anderen Dummy dabei zusehen, wie er sich schminkt. Ich werde eines Tages eine große Sängerin sein, also werde ich das Geld für mein Album brauchen. Leute, kommt schon. $1 Million ist eine Menge Geld. Wir können es teilen. Aber die beiden hörten mir gar nicht zu. Wie kannst du es wagen, mich einen Dummy zu nennen, du kleine Ratte? Ich bin 11 und ich kann dir in den Hintern treten. Und ehe ich mich versah, griffen sie sich gegenseitig an, während ich versuchte, sie zu beruhigen. Onkel Ivan stand auf und schaute uns mit traurigen Augen an. In 3 Tagen werde ich meine Entscheidung treffen. Und damit ging er weg. Als ich am nächsten Morgen in Natalias und Tanjas Zimmer spähte und sie dort nicht fand, wusste ich genau, wo sie sein würden. Und tatsächlich, ich fand sie vor dem Schlafzimmer von Onkel Ivan mit Frühstückstabletts, die mit seinen Lieblingsspeisen beladen waren. Im Ernst, Leute? Wir sind eine Familie. Falls ich das Geld bekomme, schwöre ich, dass ich es mit euch teilen werde. Nun, ich würde das nicht für dich tun. Ja, ich auch nicht. Es wird alles mir gehören. Und damit klopfte Tanja laut an die Tür, aber niemand antwortete. Wir öffneten die Tür und zu unserer großen Überraschung war das Bett perfekt gemacht und das Zimmer war leer. In diesem Moment erblickte ich einen Zettel auf seinem Kopfkissen und rannte los, um ihn zu lesen. Eine fette Dame ohne Augenbrauen, die in einem Rahmen sitzt, lächelt seltsam in die Welt. Jeder kennt ihren Namen. PS, ich musste wohin. Wovon in aller Welt redet er? Die Frau, die er beschreibt, klingt wie Tante Ursula. Ich gehe nicht zu ihr zurück, nicht einmal für $1 Million. Später in der Nacht, als ich im Bett lag, dachte ich immer noch über das seltsame Gedicht nach, als ich mich plötzlich aufrichtete. Natürlich weiß das, was der Onkel meinte. Schnell zog ich mir was über und eilte die Treppe hinunter. Ich schlich mich leise in Onkels Arbeitszimmer und schaltete die Taschenlampe meines Handys an. Ich wusste, dass ich es hier gesehen hatte. Die Mona Lisa hing an der Wand. Ich starrte das Gemälde eine Weile an und fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Dann nahm ich es von der Wand und drehte es um. Ich zuckte zusammen. An einer Ecke war ein kleiner Bronzeschlüssel angeklebt. Ich konnte es kaum erwarten, es den anderen zu erzählen. Und dann plötzlich spürte ich eine Hand um meinen Knöchel. Ha!
Ich sprang vor Schreck zurück und fiel auf den Boden. Und dann tauchte jemand hinter der Couch auf. Oh, hi Marina. Ich dachte, es wäre Natalia, die mir Essen bringt. Oh mein Gott, wie konnte das nur sein? Es war Petrov, der Kapitän des Hockeyteams an meiner alten Schule und mein größter Schwarm. Was in aller Welt machst du hier? In diesem Moment platzte die Tür auf und Natalia kam mit einem Tablett voller Snacks herein. Sie sah geschockt aus, als sie mich sah. Dann lächelte sie schnell. Oh, du hast also meinen Freund kennengelernt. Wir vermissten uns so sehr, dass er beschlossen hat, mich zu besuchen. Ich konnte nicht glauben, dass meine eigene Schwester mir das antun würde. Sie wusste, wie sehr ich in ihn vernarrt war. Und sie hatte sich hinter meinem Rücken mit ihm verabredet? In diesem Moment kam Tanja hereingerannt und sagte, sie hätte mich schreien gehört. Sie sah nicht mehr überrascht aus, als sie Petrov sah. Du wusstest, dass er hier war? Ja, ich habe gesehen, wie Natalia ihn vor ein paar Nächten heimlich mitgebracht hat. Petrov, Mann, ist es wirklich uncool, die Pralinen von jemandem zu essen, ohne zu fragen? Petrov starrte sie an, als ob sie verrückt wäre. Was redest du denn da? Ich habe deine Dinger nicht gegessen. Dann lügt einer von euch, denn heute Morgen waren sie noch im Kühlschrank. Wer hat sie gegessen? Ein Geist vielleicht? In diesem Moment knallte die Tür des Arbeitszimmers hinter uns zu und wir drehten uns alle erschrocken um. Und dann hörten wir, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Ich rannte zur Tür und zog an der Klinke, aber sie rührte sich nicht. Wer könnte uns eingesperrt haben? Petrov fing an, gegen die Tür zu hämmern und wie ein Wahnsinniger zu schreien. Hilfe! In diesem Haus spukt es! Ich will hier nicht sterben! Mensch, Petrov, du weckst noch die ganzen Geister auf! Er schaute noch entsetzter und Natalia gab Tanja einen Tritt, bevor sie ihn zur Seite nahm und beruhigte. Allein die beiden so nah beieinander sitzen zu sehen, brachte mein Blut zum Kochen. Und jetzt saßen wir hier einfach fest und mussten darauf warten, dass unser Onkel uns rausließ. Als wir alle leise schmollend da saßen, schlug Natalia vor, dass wir ein Spiel spielen könnten, um die Zeit zu vertreiben. Oh, ich habe ein tolles Spiel im Kopf. Es heißt Reflexion. Ich nahm den antiken Spiegel von Onkels Schreibtisch und schob ihn ihr ins Gesicht. Spieglein, Spieglein in meinen Händen. Wer ist die schlechteste Schwester in allen Ländern? Oh mein Gott, du Loser, komm drüber weg. Petrov sah verwirrt aus und fragte, was los sei. Natalia sagte nur, ach, nichts. Und dann packte sie ihn am Kragen und begann ihn zu küssen. Vor meinen Augen. Oh, meine Augen, meine Augen! Tanja rannte ans andere Ende des Raumes und weigerte sich, zurückzukommen. Sie kuschelte sich in einen großen Sessel und nach ein paar Minuten hörten wir sie laut schnarchen. Natalia öffnete eine Packung Chips für sich und Petrov und funkelte mich an. Denk nicht mal daran. Warum schnüffelst du überhaupt mitten in der Nacht hier herum? Als ob ich dir das sagen würde. Als Petrov uns fragte, worüber wir uns stritten, verriet Natalia alles darüber, dass der Onkel einer von uns $1 Million hinterlassen würde. Wenn du irgendwelche Geheimnisse von mir hast, Marina, werde ich es herausfinden. Komm, Babe, ich bin so müde. Und damit nahm sie Petrovs Hände und beide kuschelten sich auf die Couch. Ich steckte mir die Finger in die Ohren, um ihre Kuss- und Kichergeräusche nicht zu hören. Das war einfach die schlimmste Nacht aller Zeiten. Endlich, nach einer Ewigkeit, schien sie eingeschlafen zu sein. Ich war immer noch hellwach und mein Magen knurrte laut. Ein paar Minuten später rüttelte mich jemand an der Schulter. Ich drehte mich um und sah, dass es Petrov war. Er hatte mir etwas zu essen gebracht. Wir blieben stundenlang wach und unterhielten uns. Ich hatte die beste Zeit. Weißt du was, Marina? Ich glaube, du bist die Klügste und du wirst das Geld gewinnen. Sein Gesicht war ganz nah an meinem und er beugte sich vor, um mich zu küssen. In diesem Moment hörten wir Natalia sich rühren und er rannte schnell zu ihr zurück. Kurze Zeit später kroch ich zu dem Mona Lisa-Gemälde auf dem Boden und nahm den Schlüssel auf der Rückseite. Ich umklammerte ihn fest und schlief ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war zu meinem Entsetzen die Tür unverschlossen und weit offen. Ich weckte die anderen auf und alle waren so aufgeregt, dass wir frei waren. Als ich gerade rausgehen wollte, hörte ich Natalia sagen, »Hey, warum liegt das Bild auf dem Boden?« »Oh, ich habe gesehen, wie Marina es gestern Abend abgenommen hat. Da war etwas dahinter.« Und ehe ich mich versah, war Natalia quer durch den Raum gesprungen und hatte mich auf den Boden genagelt. »Sag mir, was du gefunden hast, du Hexe!« Ich versuchte, sie von mir wegzuschieben, aber sie war wahnsinnig stark. Während wir uns auf den Boden rauften, rutschte mir der Schlüssel aus den Händen und Tanja rannte los, um ihn aufzuheben. »Haltet die Klappe, ihr beide!« Als wir keuchend da saßen und uns gegenseitig anglotzten, sagte Tanja, dass auf dem Schlüssel etwas geschrieben stand. »Zusammen in Paris!« Wir hatten keine Ahnung, was es damit auf sich hatte und beschlossen, dass wir nach der Schule zurückkommen und es gemeinsam herausfinden würden. Ich ging in Onkels Zimmer und steckte den Schlüssel in eine Schublade. In der ersten Pause schlich ich mich aus der Schule und ging so schnell ich konnte nach Hause. Ich schlich in Onkels Zimmer und ging direkt zur Schublade, um festzustellen, dass sie leer war. Was? In diesem Moment sah ich, wie sich der Vorhang ein wenig bewegte. Ich schlich mich langsam heran und zog ihn zurück, um Petrov dahinter zu sehen. Was machst du hier? Und wo ist mein Schlüssel? Ich wollte dir nur helfen, das Rätsel zu lösen. Du bist so klug. Ich wollte wirklich nur, dass du denkst, dass ich auch klug bin. Er nahm plötzlich meine Hand und zog mich an sich. Ich mag dich, Marina, sehr. Lass uns das Rätsel lösen und mit der Million von hier verschwinden. Wir könnten überall hingehen, nur du und ich. Gerade als er mich zu einem Kuss heranziehen wollte, stieß ich ihn weg. Im Ernst? Du hast heute Morgen noch mit meiner Schwester rumgeknutscht. Du bist so ein Betrüger. Und ich bin nicht blöd. Gib mir den Schlüssel, Petrov. Sofort.
Plötzlich stieß Petrov mich zur Seite und rannte zur Tür. Er prallte gegen einen kleinen Tisch und warf alles um. Ich sprang auf ihn zu und schaffte es, ihn zu Boden zu werfen. Der kleine Schlüssel flog ihm aus der Hand und schlitterte über den Boden und landete vor Natalias Füßen. Sie sah wütend aus. Aha, du wolltest also einfach mein Geld nehmen und mit meiner Schwester abhauen? Er kroch auf den Knien zu ihr hoch. Sei nicht albern, Babe. Ich hab kein Wort davon gemeint. Ich hab das nur für uns beide getan. Du meinst, für uns drei? Tanja und ich starrten sie schockiert an. Und Petrov sah nur dumm und verwirrt aus. Das ist kein Rätsel, du Idiot. Ich bin schwanger und du bist Vater. Er starrte sie eine Sekunde lang entsetzt an. Dann rannte er schreiend aus dem Zimmer. Wir hörten die riesige Eingangstür zuschlagen. Ich rannte zu Natalia und umarmte sie. Ich hatte ja keine Ahnung. Petrov ist so ein Idiot. Aber mach dir keine Sorgen. Wir werden richtig gute Tanten sein und ich... Sie stieß mich weg. Igitt, so bescheuert bin ich auch nicht, schwanger zu werden. Das war nur, um ihn loszuwerden. Im gleichen Moment schrie Tanja auf, die gerade die Sachen aufhob, die Petrov umgeworfen hatte. Schaut mal, Mädels, schaut mal, was hier steht. Sie hielt eine wunderschöne alte kleine Spieluhr in den Händen. Und auf dem Deckel war eine kleine Schnitzerei zu sehen. Zusammen in Paris. Ich stellte die Dose auf den Tisch und wir versammelten uns um sie, als ich den Schlüssel drehte. Der Deckel öffnete sich langsam und wir staunten entzückt, als wir zwei Figürchen sahen, die zu der klimpernden Musik tanzten. Darunter befand sich ein winziges Fach, in dem ein kleiner Zettel versteckt war. 271287. Einen Moment lang starrten wir auf den Zettel, als Natalia plötzlich zusammenzuckte. Diese Zahlen, das ist Mamas Geburtstag. Sie hatte recht. Aber was meinte Onkel Ivan wohl damit? Ich habe keine Ahnung, Mädels. Aber Onkel Ivan hat gesagt, dass wir nur 3 Tage haben. Wir müssen unsere Köpfe zusammenstecken und es bald herausfinden. Wir zerbrachen uns den ganzen Abend den Kopf, aber es fiel uns nichts ein. Später in der Nacht, als ich mich im Bett hin und her wälzte, hörte ich plötzlich ein lautes Klopfen von unten. Ich erstarrte für eine Minute. Dann kroch ich schnell aus dem Bett und ging auf Zehenspitzen mit einem Baseballschläger nach unten. Ich konnte niemanden sehen. Und gerade als ich mich umdrehen wollte, fiel mir etwas auf dem Boden auf. Schlammige Schuhabdrücke. Wir hatten definitiv einen Eindringling im Haus. Ich folgte den Schuhabdrücken durch die Gänge, die zum Ostflügel des Hauses führten. Plötzlich verschwanden sie und ich schaute auf, um eine Tür am Ende des Flurs zu sehen. Ich hielt den Atem an und öffnete sie langsam. Es war niemand drin, aber es war der seltsamste Raum, den ich je gesehen hatte. Es schien wie ein Museum für alte Dinge zu sein. An den Wänden hingen hunderte von Uhren in allen Formen und Größen, die tickten und alle die falsche Zeit anzeigten. Und in einer Ecke stand ein glänzender Safe aus Bronze. In dem Moment, als ich ihn sah, ging mir ein Licht auf. Natürlich, das waren die Zahlen. Die Kombination für einen Safe. Mit zitternden Händen gab ich die Zahlen ein und hörte ein leises Klicken. Ich öffnete ihn und quietschte, als ich sah, was drin war. Ein Haufen Geld. Es sah definitiv nach $1 Million aus. Wolltest du das für dich behalten? Ich drehte mich um und sah Natalia und Tanja hinter mir stehen. Natürlich nicht. Wie kommt ihr überhaupt auf sowas? Na kommt, wir teilen es gleich auf. Es ist genug für uns alle da. In diesem Moment flog die Tür auf und wir drehten uns um und sahen Onkel Ivan strahlend in der Tür stehen. Onkel Ivan, du bist wieder da. Ich war die ganze Zeit hier. Was glaubt ihr, wer euch eingesperrt hat, als ihr so viel Krach gemacht habt? Ich wollte nur sehen, wie ihr mein Spiel spielen würdet. Marina, du weißt wirklich, worauf es bei einer Familie ankommt. Braves Mädchen, du darfst das ganze Geld behalten. Die anderen beiden schauten entsetzt. Ich wandte mich an den Onkel und lächelte. Danke, Onkel, aber ich kann nicht. Es wird mich glücklicher machen, wenn ich es mit meinen Schwestern teilen kann. Ich wusste, dass du das nicht tun würdest. Jetzt wird sich erst zeigen, ob deine Schwestern ihren Anteil verdient haben. Ja, ja, wir haben es verdient. Wir werden es beweisen. Wir werden immer gut miteinander sein. Ich lachte und schlang meine Arme um die beiden. Lasst es uns aufteilen und morgen shoppen gehen, okay?